Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich habe mir schon seit längerem überlegt, ich würde einfach mal ganz ein bisschen mehr aus meinem Alltag begleiten. Es gibt immer wieder mal so ein paar interessante Sachen, die aber dann, ich sag mal, zu wenig Content sind für ein komplettes Video. Und deswegen mache ich einfach so über die Woche verteilt so den ein oder anderen Mitschnitt über die Kamera. Irgendwie was Lustiges oder Interessantes. Und das bekommt ihr dann in diesem Weeklog, sag ich mal, zu sehen. Und heute würde ich sagen, wir gehen jetzt mal kurz zu Case King, denn ich erwarte meine neue Kompressorkühlung, die natürlich dann auch irgendwann mal in dem Video zu sehen sein wird. Aber da zeige ich euch jetzt schon mal, was das für ein cooles Teil sein wird. Und bevor es jetzt gleich mit dem Video weitergeht, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar nächste Woche, Dienstag, 12. Januar um 19 Uhr abends, übertragen wir hier auf meinem YouTube-Kanal mal wieder einen Livestream mit Asus zusammen. Da gibt es eine neue Produktvorstellung, weil eigentlich wäre ja jetzt die CES. Die CES-Messe fällt ja aus. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, alles klar, wenn ihr das streamt, dann bin ich da wieder dabei, versuche ein bisschen was für euch zu kommentieren. Könnte interessant sein, also schaut auf jeden Fall vorbei. 12. Januar, Dienstag, 19 Uhr, wir fangen wahrscheinlich, keine Ahnung, halbe Stunde früher an, aber seid dabei, ich freue mich auf euch. Ja, auch bei Case King herrscht Maskenpflicht und natürlich die typischen Abstandsregeln, aber schauen wir mal, was alles angekommen ist. Ich warte da auf ein paar coole Sachen. Hier haben wir unseren wahrscheinlich, wenn alles funktioniert, neuen Direct Diaphragm. Ist mal was ganz anderes. Ist jetzt ein Blechteil, gebogen, lasergeschnitten. Ja, wir haben viel experimentiert für die aktuelle 10er Generation und dann wahrscheinlich auch für die 11er. Ich gehe mal davon aus, es wird da auch passen. Das werden wir dann sehen. Ja, bisherige Versuche sind kläglich gescheitert. Zeige ich euch dann aber, wenn das Teil fertig ist und wir das letztendlich mal im Video vorstellen. Aber so seht ihr schon mal, was, ich sag mal, bei diesem Thema der aktuelle Entwicklungsstand ist. Ist ganz anders geworden, als wir eigentlich dachten, aber das funktioniert aktuell ziemlich gut, weil es eben sehr, sehr steif ist und sehr, sehr stabil und nicht mehr solche Anpressdruckprobleme hat, wie die Versuche, die wir vorher unternommen haben. Und hier haben wir noch die Schlüsselanhänger, die ich angekündigt habe in einem der letzten Videos, also die guten RTX 3090 Metall 3D gedruckten Schlüsselanhänger. Da haben wir jetzt hier ungefähr, ich weiß es gar nicht, um die 100 Stück. Und die muss ich dann alle jetzt verpacken, verschicken, dann gehen die an die Patreon-Supporter. So, in den heiligen Hallen und jetzt erstmal die Kompressorkühlung suchen. Hier haben wir jetzt die Kompressorkühlung, von der ich gesprochen habe. Sieht auf den ersten Blick erstmal sehr professionell eingepackt aus, ein bisschen verrückt. Bin gespannt. Ich glaube, das Ding ist ziemlich schwer, um die 60, 70 Kilogramm. Jetzt erstmal ein bisschen die Haltergurte abmachen, aber hier oben sehen wir schon mal den Kühlschlauch, also hier vorne dieses Teil wird dann auf die CPU gepackt. Und damit können wir dann, ja, wenn alles funktioniert, minus 110 Grad bei 800 Watt Abwärme konstant. Also schon ziemlich krass, aber packen wir es mal schnell aus. Also hier sehen wir schon mal den Verdampfer. Das ist schon ein Riesenteil. Könnte vielleicht auch, ich bin mal gespannt, ob das wirklich auf jedes Mainboard passt. Auf jeden Fall ein Riesending. Also hier verdampft dann quasi die Kühlflüssigkeit und kühlt dann dementsprechend. Es ist eine mehrstufige Kaskade, also zwei Stufen. Dementsprechend kann es auch so ultra tief kühlen und das lässt sich dann eben auf CPUs und GPUs schrauben. So ist zumindest der Plan. Und so sieht das Ding ausgepackt aus. Einfach absolut gestört. Riesenteil. Und ich weiß jetzt nicht, wie schwer es ist, ich würde mal schätzen, so 70, 80 Kilo. Aber auch mega krass, dass die einfach mein Logo an die Seite noch reingemacht haben. Also sieht einfach so unfassbar gut aus. Vorne müsste die Steuereinheit sein, also das kann man vielleicht auch dann auslesen, wie kalt das dann vorne sein wird. Das werden wir alle sehen. Ich muss mir das auch nochmal ganz genau erklären lassen von Dennis, der das Teil hier gebaut hat. Der hat damals übrigens auch schon meinen Chiller gebaut. Und das ganze Projekt bei ihm, glaube ich, jetzt 2 Jahre gedauert, bis es fertig war. Gut, wurde von mir ein bisschen verzögert zum Schluss, weil ich es nicht ganz so schnell abholen konnte per Spedition. Aber ich bin mega gespannt. Leistungsaufnahme von dem Ding, glaube ich, 4 bis 6 kW oder sowas. Also kann man auch nicht so einfach an eine einzelne Steckdose anschließen. Aber sobald ich da mehr weiß und wirklich verlässliche Infos habe, dann gibt es auch nochmal ein extra Video zu diesem Monster. Bei Case ging jetzt gerade noch 3 von den Seasonic Focus Netzteilen gekauft, 650 Watt. Die brauche ich noch für ein anderes Projekt, also das Video werde ich dann morgen wahrscheinlich angehen. In meiner Wohnung war ja noch das ein oder andere zu machen und ja, im Hintergrund seht ihr, das Bild ist neu und das Bild da hinten ist auch neu. Und ich hatte das Problem, dass hier an dieser Wand hinter mir, da hing eine Glastür. Und diese Glastür, die sollte da nicht sein, also ich habe die Wohnung ja gekauft, aber
Ich war nicht der erste Besitzer von der Wohnung und die haben eine Glastür einbauen lassen, die ich aber nie verwendet habe und die nimmt einfach unfassbar viel Platz weg und die ist richtig heftig schwer. Jetzt haben wir die auf jeden Fall erstmal demontiert bekommen. Das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt die Glastür zerlegen. Also hier liegt das gute Stück. Das Problem ist einfach, die ist so groß, so schwer und auch mega unhandlich, deswegen ja, hilft nur das Asus Repair Kit. Das Gefühl, dass das eine ziemlich bescheuerte Idee ist. Aber ich krieg die anders nicht aus meiner Wohnung raus, weil sechste Etage. Puh, irgendwie habe ich gerade schon ein bisschen Hemmung, das zu tun. Das ist auf jeden Fall ein gutes Puzzle, würde ich sagen. Shit. Mission Glastüre ist jetzt auf jeden Fall geglückt. Es war natürlich, ich weiß, es ist nicht die beste Idee, das zu machen. Und wahrscheinlich, es wäre viel, viel schlauer gewesen, wir hätten einfach die Glastür komplett mit einer Folie beklebt oder sowas, mit Klebeband. Dann wäre die auch nicht so krass zersplittert, wenn wir die kaputt gemacht hätten. Aber egal, wir haben jetzt alles aufgeräumt. Und hier an der Wand haben wir jetzt gerade noch, also hier ist ja mein Sofa. Stell scharf. Perfekt. So, da ist noch ein Bild. Und hier an der Wand sitzt nochmal so ein kleines Katzenmöbelteil, also er kann sich schick dann oben reinsetzen und schön die Welt überblicken. Gestern auf jeden Fall Tag der extrem dummen Ideen. Angefangen mit der Glastür und dann dachte ich so, okay, es ist warm draußen, sonnig, fahre ich nochmal den GTR spazieren, mache ich im Winter immer so ein bisschen, weil so ein Auto lange rumstehen lassen ist nie gut. Ja, gestern 5-6 Grad, Sonne, kein Problem. Heute Morgen aufgestanden, es schneit. Ja. Ja. Es ist ein bisschen rutschig, aber. Na ja, gut, probieren wir das mal. Das Problem an der ganzen Geschichte, ja, Semislickreifen. Aber gut, hochgekommen sind wir. Ab ins andere Parkhaus, RS5 holen, dann sollte das passen. Und ansonsten bin ich jetzt durch für dieses Video, würde ich sagen. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mich sehr, sehr gerne wissen, was ihr davon haltet, dass es quasi jetzt auch solche kürzeren Updates immer wieder gibt. Ja, bis dahin. Ciao, ciao.